Was bedeutet Reverse Turbolader? Ja, das Video ist Teil unserer Serie Turbolader einfach erklärt. Für die, die die ganze Serie einmal schauen wollen, unten in der Beschreibung ist der Link zur Playlist. Klickt einfach mal drauf und guckt euch die anderen Videos an. Für die, die nur wissen wollen, was Reverse bedeutet, gehe ich jetzt in dem Video mal genauer drauf ein. Die Standarddrehrichtung eines Turboladers ist rechtsrum. Rechtsrum betrachtet immer von vorne von der Verdichterseite. Das heißt, wenn wir hier rauf gucken, ja, das war der richtige, Glück gehabt. Der Turbolader saugt Luft an, indem er sich in diese Richtung dreht und die Schaufeln die Luft nach innen befördern. Die Drehrichtung ist in dem Fall rechts. Warum ist die Standarddrehrichtung rechts? Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist eher, warum gibt es jetzt Reverse-Turbolader? Oder um die Frage nochmal eingehend zu beantworten, was bedeutet Reverse-Turbolader? Reverse ist einfach, ich sag jetzt mal, der englische Begriff für andersrum. Und andersrum heißt, der Turbolader dreht sich andersrum. Er dreht sich jetzt nicht rechtsrum, sondern er dreht sich linksrum. Wir sehen, der Turbolader dreht sich in die andere Richtung, um die Luft anzusaugen. Welchen technischen Vorteil hat das aber jetzt, einen Reverse-Turbolader zu benutzen? Vom Prinzip her gar keinen. Weil der Turbolader macht die gleiche Arbeit. Der einzige Unterschied ist, dass es einen baulichen Vorteil hat. Es gibt in der Serie nach und nach jetzt einige Fahrzeuge, die mit Reverse-Turboladern rauskommen. Populärstes Beispiel der Golf 7R oder GTI, glaube ich auch. Dieser Turbolader dreht sich in die andere Richtung. Das ist bedingt dadurch, dass die Hersteller versuchen, alles so kompakt wie möglich zu bauen. Und wenn dann zum Beispiel das Schaltgetriebe oder was auch immer im Weg ist, um die Ansaugung zu bauen oder das Hosenrohr zu bauen oder was auch immer, und man möchte jetzt zum Beispiel den kürzesten Weg zum Cut, um diesen zu erwärmen, um die beste, neueste Euronorm zu erreichen, dann kann es sein, dass die Hersteller sagen, nein, ich muss den Turbolader näher an den Block bringen. Der muss aber so rum dran sein. Das heißt, habe ich den Standard-Turbolader und will den so nah wie möglich an diesen Motorblock bringen, weil die Ansaugung muss auf dieser Seite sein, funktioniert das nicht. Habe ich den Turbolader andersrum, kann ich diesen Abgaskanal und den Krümmer näher an den Motorblock bringen und ich habe eine kompaktere Bauweise. Das ist so ein bisschen daraus entstanden, warum es Reverse-Turbolader gibt in der Serie. Im Motorsport ist es meistens so, dass Reverse entweder benutzt wird als Upgrade für genau diese Fahrzeuge, wo der Serienturbolader ein Reverse-Lader ist, oder bei der Verwendung an V-Motoren. Wenn ich einen V6, V8-Motor habe etc., dann habe ich hiermit die Möglichkeit, kompakter zu bauen und vor allen Dingen symmetrischer zu bauen. Man sieht es hier an dem Aufbau, man hat praktisch eine Symmetrie. Ich kann diesen Motor so bauen, dass auf der einen Seite der Krümmer rauskommt, auf der anderen Seite der Krümmer rauskommt, beides in den gleichen Längen und beide haben in den gleichen Abstand den Turboladerflansch für die Abgasseite und beide können wegen mir dann auch die Ladeluftrohrung relativ symmetrisch auf der anderen Seite haben. Ich muss nicht mehr irgendwelche Ausgleiche finden oder der eine Turbolader hängt weiter draußen und ich kann deswegen keine großen Turbolader fahren, weil dadurch, dass der weiter draußen hängt, ich nur einen kleinen fahren kann etc. Das heißt, dieser Platzvorteil bei Umbauten für V-Motoren, für Biturbosysteme ist ideal, wenn ich einen Standarddrehenden habe und einen Reverse-Drehenden Turbolader habe. Wenn ihr eine Single-Variante baut oder ihr baut hintereinander, also am Reihenmotor zum Beispiel Biturbo, dann spielt es keine Rolle, ob ihr Reverse oder Standard nehmt. Die größere Auswahl gibt es nun mal im Standarddrehbereich und die ja, neuere Auswahl, ich sage jetzt mal bei Gerrit, ist es so, Gerrit bietet Reverse-Turbolader an, für die, die es brauchen. Und wenn nicht, einen technischen Vorteil, mehr Leistung, besseres Ansprechverhalten etc. gibt es da eben leider nicht. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.